Aber irgendwie, ich weiß nicht, wenn ich hier gerade die ganze Zeit mit dem 1050 durch die Gegend fahre und diesem riesen Ladewagen dahinter, von der Fahr- und Lenkdynamik her, hat Ja. man tatsächlich mehr das Gefühl, dass man jetzt wirklich einen Schlepper fährt, als es noch im LS17 war. Fühlt sich irgendwie anders an, auch alleine schon halt von, weiß nicht, es kommt ganz anders rüber. Vorher war es echt nur im LS17, als wenn du irgendein Matchbox-Auto fährst. Und hier ist es wirklich, also kommt der Sache auf jeden Fall schon näher. Das stimmt. Alter, schon wieder über halb voll. Ich habe noch 1, 2, 3. Ja gut, okay, die Bahnen da hinten werden immer kleiner. Die Wiese neben den Kartoffeln, da, wo es den Hang hochgeht, muss die abgepflügt werden. Meinst, Also was da lassen das Stück, was zu den Schweinen dann hinführt? die. Ja. Nee, das Die bleibt so. lassen wir so, oder? Das soll als Vorgewende bleiben, so ein bisschen, damit man einen Unterschied auf jeden Fall noch hat. Perfekt. Deswegen habe ich das extra auch ganz gerade gezogen. Dritte Fuhre ist auch gleich voll. Da muss ich wahrscheinlich wegen so einem kleinen Fitzel hier nochmal herkommen. Ich glaube nicht, dass jetzt hier noch alles reinpasst. Ja, zwei so eine Mikrobahn bleiben hier über. Geil. Aber wenigstens schaffen wir heute ein bisschen was. Wird zwar ultra Genau. viel Videomaterial im Voraus geben, aber das ist einfach bei dem Projekt so, genauso wie es bei Faust auch so ist. Wir nehmen auf und das, was halt im Voraus produziert wird, wird im Voraus produziert. Ah, ich denke mal lieber, du hast das Material, wenn es knapp. Richtig. Und sollte es halt extrem viel werden, kann ich auch immer noch entscheiden, dass aus Viertelstunden Folgen halbe Stunde Folgen werden. Ja. Gerade dadurch, dass ja ETS nicht mehr kommt und die Ravenport auch pausiert ist, bis auf weiteres erstmal. Und eigentlich nur noch Forest und Hauptfach jetzt laufen. Ja, und NF. Ah, ne, die ist ja nur live. Genau, NF ist nur Livestream, was ja auch so halt immer zwischendurch dann eingespeist wird als Video. Ja. So, jetzt haben wir über 150.000 Liter, glaube ich, schon. Wo ist denn hier Stroh? Da, 168.000 Liter. Wenigstens wird es im Menü mit angezeigt. Das ist schon mal very nice.
Das heißt, jetzt fahre ich hier rum, dann muss ich nicht wenden. Ja, Ballenlager wäre schön. Wäre geil, wenn das hier funktioniert hätte. Ja. Ich habe aber auch noch nicht geguckt, ob es vielleicht was ein Update davon gibt, dass das vielleicht bearbeitet hat oder bearbeiten konnte, Was dass man bekommst jetzt du die denn? Ballen, die man eingibt, auch als Ballen wieder rausbekommt. Was sind mit Helfer auf der 43? Arbeitet der überhaupt noch? Ja, nee, auf 48 ist er. Da ist er noch unterwegs. Ich bin auf der 46. Ich komme noch nicht so ganz mit unseren Feldern klar. Vertausche die immer wieder. Gruppen wird auch noch mal interessant, glaube ich. So, geflügt. Perfekt. Jetzt muss ich das zusammenfliegen. Genau. Willst du das machen oder soll ich das machen? Ich kann es auch machen. Gut, dann schalte Ich habe ich jetzt dich da. diese Flächen ja, ja fertig. Jetzt muss ich nur noch Anfang und Ende und dann eine Bahn Mitte. Okay. Dann schalte ich dich dafür jetzt mal in frei. Ja, kannst ja nachher wieder. Hier. Felder erstellen. Da. Ja, jetzt kannst du Felder erstellen. Eben. Aber das passt nicht, weil dann komm, bring ich dir gleich den 1050 dahin. Bin nämlich jetzt auch gleich fertig. Denn sobald du da fertig bist, dann kann ich den Big Bad wieder zurückgeben. Weil ich denke, alle anderen Felder, wenn ich das hier so sehe, sollte der 1050 locker hinbekommen, weil hier nirgendwo mehr so eine Steigungen sind. Bin ich überfragt, also so genau kenne ich die Map noch nicht. Ja, ich kann hier von 46 konnte ich eben auf die meisten Felder hingucken. Also da ist wirklich, da wo du jetzt bist, schon das krasseste an Gefälle und Steigung. Wegen 4.800 Liter bin ich da jetzt nochmal hingefahren. Na toll. Wir wollen. Willst du dann anschließend gleich mit dem großen Flug und dem 1050 weiterarbeiten oder willst du lieber den kleinen fahren und den JCB? Was ist dir lieber? Mir ist es egal. Ist es egal, gut. Ich frage nur, weil du beim letzten Mal irgendwie noch sagtest, von wegen, ich glaube, dir ist der kleinere Flug lieber oder so. Glaube Ja, ich. kommt aufs Feld drauf. Achso, okay. Wenn das so umschlungen und sowas ist, was sie meinen, und keine Geraden, dann ist also eine kleine Flüge lieber als große, weil man die besser handhaben. Aber wenn du so große Felder hast, zwei, drei Bahnen am Anfang, zwei, drei am Ende und dann kannst du Dickfläche. Ja. Der war jetzt nicht so cool. Jetzt muss ich mich irgendwie raus manövrieren. So, ich habe diese Kartoffeln weg, habe die zwei zusammen.
Wunderbar. Ja, ich bringe eben nur den Ladewagen noch in die Garage rein. Und dann bringe ich dir den 1050. Da komm. Kartoffeln brauchen noch ein K. Nein, aber der Rest. Ja, aber wir kalken einfach alles drüber. Dann Ja, haben wir alles einmal beisammen. dass alles auf gleichem Level ist. Ja. Guck mal, wir haben es jetzt wenigstens so oft vom Hof aus nicht mehr so weit hier auf die Wiese. Hier können wir ja schön immer Ach. direkt drüber fahren. Einmal Abnahme bitte. So. Denke schon davon. Kannst ja noch meine Ehrenrunde ziehen. Ja, wenn du alles hast, dann hast du alles. Denke schon. Und ist er da hinten im Gefälle noch weggerutscht jetzt der Flug großartig oder hat das geklappt? Zweimal, aber ich bin dann einmal noch mal quer drüber und dann passt es. Okay. So, dann geben wir den Schund hier wieder zurück. Garage. Garage, gemietete Fahrzeuge. Hoffe, kann ich jetzt auch. Ja, brauchen wir wirklich nicht mehr. Wenn, dann kaufe ich ihn das nächste Mal direkt. Ja, komm. Ja, bevor ich den jetzt nochmal miete, dann kaufe ich ihn, ey. Kosten ja Weil nicht. irgendwann werden wir wahrscheinlich sowieso brauchen. Das stimmt. Je nachdem, wo wir unsere nächsten Felder noch haben. Ja, ist doch so schön sauber geworden hier, passt doch. So, jetzt mache ich welches? Wir haben jetzt noch offen. Lass mich mal ins Menü schauen. Sechsundvierzig, ja. Die 43, die 46 noch und die 47 mache ich gleich, wenn ich mit der 48 jetzt gleich durch bin. 43, 46, okay. Die müssen zwar nicht gepflügt werden, aber will ich halt auch mitgepflügt haben. So, Unkraut können wir hier eigentlich mal direkt ausschalten, weil weg. Gekalkt werden müssen bis jetzt alle unsere Felder. Ach, die 34 kann auch gepflügt werden. Da steht noch der Dings drauf. Den fahre ich mal beiseite. Da ist es die nächste, die ich Mit noch mal rum unseren beisammen. 23.000 Sonnenblumen. Nee, nee. Du klappst gerade den Flug aus. Das ist uncool. Ich hab's im Vorbeifahren gehört. Und der Flug. Weil du den nicht gehupt hast, du hast den Helfer anschalten wollen. Das ist aber nicht gut. Sehe ich gerade, nämlich hier Helfer G, Helfer Ah, B und so. ja, weißt du warum? Ich bin anderes Spiel noch. Shit. Ja. Bin noch auf einem anderen Spiel. Oh Gottes Willen, ne, andere Taste. Aber was ich mache zum Beispiel, wenn ich Felder erstellen mache, ich tue nachher das Feld aus und stelle ihn wieder raus. Ach so, das kann ich jetzt direkt machen. Felder Weißt erstellen aus.
kannst du jetzt Nee, auch nicht weil mehr. das auch gar nicht passiert, dass wenn ich den einmal senke, dass ich irgendwas erstelle. Ja. Kannst jetzt eh nicht mehr, ist schwer verboten für dich. Ich wünsche, ich könnte das für mich auch einstellen, damit mir der Scheiß nicht nochmal passiert.